Manche Leute haben was gegen Muslims, manche Leute haben was gegen Schwule, manche Leute haben was gegen Dekolletés, wo man die Brust sieht. Das sind immer so banale Gedankenweisen, dass man sagt, nee, das Kopftuch muss ab. Aber dann sage ich, nee, das Tuch muss nicht ab. Als Schwuler wird man das ganze Leben lang diskriminiert. Gerade als Frau fühle ich mich oft diskriminiert. Ja, ich falle öfter mal in irgendeine Raster. Tätowierung, leicht gewalttätig. Und dann haben wir auch schon manche haben dann hinten hochgedrückt und dann bin ich hoch. Bis jetzt habe ich noch Glück gehabt. Kommt auf das Glück oder Pech an, wie man heißt und wie man aussieht. Ja, wenn man einen arabischen Vornamen, Nachnamen hat oder schwarz ist und dann eine Wohnung sucht, einen Job sucht, wird es natürlich schwer. Am Telefon hören sie nicht raus, dass man zum Beispiel deutsch oder nicht deutsch ist. Und wenn man dann vor denen steht, beim Vorstellungsgespräch, ach so, oh, ja, nee. Der Platz ist vergeben. Es ist ja nicht so, dass man einem direkt sagt, du bekommst die Uni, weil du ein Ausländer bist. Und du bekommst sie einfach nicht fertig. Weiß, männlich, durchschnittsalt, Akademikersöhnchen, okay, ein Einkommen, mir geht's gut. Ich habe früher als Fotografin gearbeitet oder arbeite jetzt auch noch als Fotografin. Und da ist es eben so, dass schon die Männer mehr Jobs kriegen. Das passiert einem tagtäglich und das ist so ein blöder Akt der Dominanz, weil ich mich nicht ernst genommen fühle, sondern auf meinen Körper reduziert. Ich bin schwul und in der U-Bahn, in der S1 wird man auch einfach angepöbelt, bloß weil man mit einem Mann Hand in Hand sitzt. Das reicht. Du wirst nicht vermöbelt oder dergleichen, aber dann der eine oder andere spuckt dann auf den Boden. Ich kann es noch machen. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel Ali aus einer alteingestammten türkischen Familie hier wärst, wird es für dich noch schlimmer. So I walked out the door. Gerade zu dieser Zeit sollte man viel offener sein und vielleicht auch Fragen stellen. Man ist ja eigentlich offen und redet dann auch gerne darüber. Aber wenn man beleidigend und erniedrigend wird, dann wissen wir selber nicht, wie wir so damit umgehen sollen. Das kommt immer darauf an, wie man sich benimmt. Ich lächle immer. Ich kenne mich. Ich bin stolz auf, wie ich bin.